Hallo, willkommen wieder beim Thema Datenbanken und SQL. Manchmal muss alles seine Ordnung haben. Hier in der Bäckerei zum Beispiel wird einer nach dem anderen bedient, je nach seiner oder ihrer Ankunftszeit. Manche Backwaren sind teurer als andere und von dem einen wird mehr verkauft als vom anderen. Solche Datenbankauswertungen machen daher oft Sinn. Auch die namentliche Auflistung von Dingen oder Personen in einer bestimmten Reihenfolge ist oft relevant. Heute möchte ich bei einem guten Kaffee darüber sprechen, wie man in SQL-Abfragen Datensätze nach bestimmten Kriterien sortieren kann. Denn Ergebnisse können oft sehr viele Zeilen umfassen und somit schnell unübersichtlich werden. Unsortiert macht uns das dann zu schaffen. SQL bietet uns mit dem Schlüsselwort Order By die Möglichkeit, Datensätze nach einem oder mehreren bestimmten Kriterien zu sortieren. Das kann auf Grundlage eines Zahlenwertes, wie hier des Produktpreises, oder eines Textwertes, zum Beispiel des Produktnamens, erfolgen. Je nach Wunsch kann das Ganze entweder aufsteigend oder absteigend passieren. Sehen wir uns nun an, wie eine solche SQL-Abfrage aufgebaut ist. Um Datensätze sortiert anzuzeigen, schreiben wir das Schlüsselwort Order By nach dem From-Teil unserer SQL-Anweisung. Danach stehen als Sortierkriterien die Spaltennamen, nach denen wir sortieren möchten. Standardmäßig sortiert SQL aufsteigend, auf Englisch Ascending. Wollen wir explizit angeben, dass aufsteigend sortiert werden soll, fügen wir nach dem Spaltennamen das Kürzel ASC für Ascending hinzu. Für eine absteigende Sortierung verwenden wir DSC für Descending. Sehen wir uns so eine sortierende SQL-Anweisung nun an einem konkreten Beispiel an. In diesem Beispiel finden wir die Daten aller TeilnehmerInnen an Gewinnspielen dieser Bäckerei in Gewinnspielteilnehmer. Hier gibt es die Spalten Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Straße, Postleitzahl, Ort, E-Mail, Gewinnspiel und Antwort. Nun möchte die Bäckerei eine alphabetisch sortierte Liste aller TeilnehmerInnen mit ihren Wohnorten und ihren E-Mail-Adressen haben, um allen Personen zu Werbezwecken einen Gutschein zuzuschicken. Wir möchten von jeder TeilnehmerIn und jedem Teilnehmer den Vornamen, den Nachnamen, den Ort und die E-Mail-Adresse ermitteln. Daher schreiben wir zunächst Select Vorname, Nachname, Ort, E-Mail. Nun folgt der From-Teil. Hier wählen wir, woher wir die Daten nehmen wollen. Das ist bei uns von Gewinnspielteilnehmer. Durch die Ergänzung der Anweisung durch Order by Nachname sortieren wir das Ergebnis nach dem Nachnamen. Damit wird das Ergebnis automatisch aufsteigend sortiert. Wir können dies aber auch explizit mit dem Kürzel ASC angeben. Probieren wir es aus. Diese Abfrage liefert genau das, was wir erwarten: nach Nachnamen aufsteigend sortiert. Möchten wir den Nachnamen absteigend sortieren, geben wir einfach das Kürzel DSC ein. Nullwerte, also leere Felder, sind nach dem Sortieren je nach Datenbankmanagementsystem entweder am Beginn oder am Ende der Ergebnistabelle zu finden. Das wäre beispielsweise der Fall, wenn wir diese TeilnehmerInnen nach ihrer E-Mail-Adresse sortieren würden. Manchmal ist es auch erforderlich, nach mehreren Kriterien zu sortieren. Zum Beispiel, wenn es mehrere Personen mit demselben Familiennamen gibt. Dann soll zuerst nach dem Nachnamen und innerhalb gleicher Nachnamen nach dem Vornamen sortiert werden. Dafür schreiben wir nach Order By die Spaltennamen in der Reihenfolge, in der die Sortierung erfolgen soll. In unserem Fall also zuerst Nachname und dann Vorname. Wenn wir möchten, können wir auch die Nachnamen aufsteigend und die Vornamen absteigend sortieren. Dafür schreiben wir ASC für Ascending nach Nachname und DSC für Descending nach Vorname. Jetzt haben wir gesehen, wie wir die Ergebnistabelle nach einem oder mehreren Kriterien sortieren können. Was ist aber, wenn wir die Abfrage auch noch nach anderen Kriterien einschränken möchten? Dabei ist zu beachten, dass die Where-Klausel mit den gewünschten Bedingungen immer vor dem Order-By-Befehl steht.
Wir möchten nun alle Teilnehmenden aus dem Ort Völkermarkt anzeigen lassen. Die Nachnamen sollen aufsteigend und die Vornamen absteigend sortiert werden. Dazu schränken wir die Ergebnistabelle durch die Bedingung Ort ist gleich Völkermarkt in der Where-Klausel ein. Danach folgt unsere Order-By-Anweisung. Das war es auch schon für diesmal. Wir wissen nun, wie wir mit SQL Ergebnisse nach einem oder mehreren Kriterien sortieren können. So, jetzt bin ich an der Reihe, um meinen Kaffee zu zahlen. Manchmal muss eben alles seine Ordnung haben. Bis zum nächsten Mal.